Leute, what's up? Moonboon hier, herzlich willkommen zu einem ganz kleinen WoW-Special. Und zwar zeige ich euch heute, wie ihr den Horde- bzw. Allianz-Ballon bekommt, also das Pet. Und auf der Horde-Seite geht ihr dazu ins Tal der Weisheit und sucht das Waisenkind namens Yaga, wenn ich das hier richtig lese. Und das hat eine Quest für euch. Und zwar sind diesem armen Waisenkind alle Luftballons abhanden gekommen, die sind durch ganz Orgrimmar verstreut. Auf der Allianzseite dementsprechend halt eben den Sturmwind. Und ihr müsst jetzt einfach 5 Ballons einsammeln, die Quest abgeben und schwuppdiwupp habt ihr euer Horde-Pad. Euer Ballon-Pad. Und hier haben wir zum Beispiel jetzt so einen Ballon. Die glitzern auch ganz schön. Der ist hier versteckt hinter dieser, ich weiß nicht, hinter diesem Blasebalg, hinter dieser Schmiede oder was das auch immer sein soll. Und die sind eben in ganz Orgrimmar bzw. Sturmwind verteilt. Am meisten gefunden auf Horde-Seite habe ich jetzt in den Slums, also bei den Goblins und dann auch noch bei den Trollen. Also da waren eigentlich 3-4 Stück und den einen eben von gerade vorhin, den ihr schon gesehen habt. Auf Allianz-Seite nehmt ihr die Quest an bei einem tränei-weißen Kind namens Finn, V-I-N geschrieben. Das steht am südöstlichen Teil des Kathedraleplatzes in Sturmwind. Und dort verläuft die Quest eigentlich ähnlich. Ihr sucht eben dann in Sturmwind diese Ballons, gebt die ab und schwuppdiwupp habt ihr euer Ballonpad, Allianz oder Horde. Wie auch immer. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Falls ja, wie immer gerne bewerten, Kommentare oder abonniert mich Facebook, Twitter oder YouTube. Alle Links dazu unten in der Beschreibung unter diesem Video. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.